Zuerst Dr. Sommer in der Schulpause, dann das erste Playboy-Heft mit Freunden und schließlich schlüpfrige Handy-Videos. Sex und alles, was dazugehört, zählt wohl zu den interessantesten Themen, auf die man in der Jugend stößt. Der Griff zur Pornografie ist oft eine Folge. Das kann auch problematisch werden, wie Philipp Pöschl vom Verein Safer Surfing erklärt. Wir beobachten, dass Pornografie vieles beiträgt zur Entwicklung der sexuellen Geschichte, natürlich auch zu der Person, die ich bin, in meiner Identität, wer ich bin, wie ich dann Sexualität lebe. Und wir erleben, dass junge Menschen sehr früh mit dem Thema in Berührung kommen. War es früher das Durchschnittsalter, könnte man sagen, 13, 14, wo man über Playboy und so gestoßen ist, ist es heutzutage das Alter sehr viel jünger. Die meisten Einladungen hatten wir über einige Jahre in Schulen, weil 8-, 9-Jährige Gewaltpornografie konsumieren. Dabei kann Pornografie gerade in jungen Jahren großen Schaden anrichten. Wird sie zur Sucht, kann das Verständnis für den Unterschied zwischen Fiktion und Realität verloren gehen. Dieses zurückzubekommen, ist nicht einfach. Ganz wichtig ist, um rauszukommen aus Pornografie, ist Welten aufzuzeigen. Es gibt diese virtuelle Welt, ja, das nicht reale, die Pornografie, ja. Und es gibt das Seriale, der Sexualität. Ja, das eine hat einen Einfluss auf das andere, aber eigentlich sind das zwei Welten. Das Problem mit der Unterscheidung dieser zwei Welten ist aber kein rein männliches Phänomen. Auch Frauen konsumieren Pornos, wobei sich der Zugang aber unterscheidet. Ja, der Ansatz ist ein bisschen anders, wenn es um Pornografie geht. Männer, die 50 Shades of Grey gesehen haben, haben gesagt, das ist doch kein Porno. Für Frauen ist das ja wohl ein Porno. Das heißt, der Ansatz ist ein bisschen anders, aber im Endeffekt merken wir, dass Frauen dann oft beim klassischen Porno dann landen, im Endeffekt. Auch wenn das nicht der Beginn war, sondern mehr mit verbundenen Geschichten ein Thema war und dann dort gelandet sind. Oder oftmals, das hören wir viel über meinen älteren Bruder bin ich drauf gestoßen. Eigentlich hat es mir gegraust, aber dann war dann doch eine Faszination. Ob Frau oder Mann, jung oder alt, mit Safer Surfing versucht Philipp Pöschl Pornografieabhängigen zu helfen. Mit Aktionen und Aktivitäten wie Vorträgen in Schulen oder bei Tagungen wird ein Bewusstsein für die Gefahren der Internetpornografie geschaffen. Mittlerweile verzeichnet die Website von Safer Surfing schon über 8 Millionen Aufrufe. Ausgangspunkt für dieses Projekt war Philipp Pöschls eigene Abhängigkeit. Ja, ich war damals acht oder neun Jahre ungefähr, wie ich damals ein Gewaltpornografie-Magazin gefunden habe. Das war ja Seltenheit damals. Bin dann eigentlich über Computerspiele dann irgendwie hineingeraten, dann mit 12 so richtig. Habe 14 Jahre mit Pornografie zu kämpfen gehabt. Also ist nicht als Schauspiel unterwegs gewesen, sondern 14 Jahre selber konsumiert und immer der Wunsch eigentlich rauszukommen und merkt, das befriedigt nicht. Es ist ein Quickshot. Im Moment ist es lustig, aber auf Dauer ist es nicht etwas, was mich glücklich macht. Und mein Weg selber raus war sicher, dass ich einfach in einer kurzen Zeit einige Mal erwischt worden bin beim Pornografie-Schauen. War peinlich, unter anderem von meiner Verlobten damals und gewusst habe, okay, da habe ich viel zu verlieren, weil sie gesagt hat, dass bei mir gibt es, bei mir wird zu Hause gegessen, Appetit wird auch zu Hause geholt. Und ja, es ist wichtig, dass ich mir Hilfe suche und sie akzeptiert das nicht. Und das finde ich mutig, dass sie nicht sagt, wie viele Frauen, ach, dieser Mann kann nicht anders, ja, doch. Männer können anders. Philipp Pöschl hat den Weg aus der Abhängigkeit bereits hinter sich. Die wichtigsten Schritte im Kampf gegen die Sucht sind für ihn ehrlich zu sich selber zu sein, zu sagen, ich habe ein Problem, ja, wie anderen Süchten auch. Ich habe ein Problem, nicht jemand anders und ich selber. Die Einsicht, ich schaffe es nicht, ich komme nicht da rein, alleine raus, ich brauche Hilfe. Heil zu werden mit seiner eigenen Geschichte, mit seiner eigenen sexuellen Geschichte, dem Erlebten. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Weil es wird ja nicht mehr geboren und schaut gleich Pornos an, sondern man hat eine Geschichte, einen Werdegang. Und da würde ich sagen, Frieden zu schließen mit seiner eigenen Geschichte. In Zeiten der Digitalisierung wird die Internetpornografie eher noch zunehmen. Für Philipp Pöschl und Safer Surfing werden die Aufgaben vermutlich auch nicht weniger werden.